Zugriff in Bremen vor 10 Tagen. Ziel der Spezialkräfte, ein Treffen des Boxclubs Osmanen Germania. 80 Personen werden kontrolliert. Seit über 2 Wochen gibt es bundesweit Razzien bei den Osmanen und etliche Festnahmen. Dieser Mann war Mitglied der Osmanen und will mit uns über den Club reden. Was machen die alles? Frauen verkaufen, Drogen, Waffengeschäfte. Cebo ist Aussteiger. Sein Leben ist jetzt in Gefahr, sagt er. Es gibt einen Mordauftrag gegen Sie. Ja, es gibt mehrere, nicht eine. Macht Ihnen das Angst? Nein. Er zeigt uns, wo Waffen versteckt gewesen sein sollen. Die Waffen sind immer hier reingekommen. Wo Geldwäsche stattgefunden habe. In etwa um 30.000, 40.000 Euro. Pro Monat? Ja. Und sagt, wie gefährlich die Osmanen sind. Wir sind Psychopathen. Es gibt keinen Befehl, was man nicht Nein sagt. Sie hätten alles gemacht, bis zum Mord? Hätte man wahrscheinlich. Ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Die Osmanen Germania, die meisten der Mitglieder sind türkischstämmig. In den sozialen Netzwerken präsentieren sie sich in Musikvideos martialisch. Wir sind Osmanen, die Königsrasse, die Elite der Straße. Und behaupten, ein ganz normaler Boxclub zu sein, der sich um das Wohlergehen von Jugendlichen kümmere. Die Behörden aber gehen davon aus, dass die Osmanen keineswegs Wohltäter sind, sondern eine rockerähnliche Gruppierung. 1,5 Jahre war Cebo nach eigener Aussage Mitglied in dieser Organisation. Hier in Wuppertal hatten sie eines ihrer bundesweit über 40 Clubhäuser, Chapter genannt. Unterwegs mit dem 35-Jährigen, er fährt mit uns in die Nordstadt. Plötzlich klingelt das Handy des Aussteigers. Polizei ist das. Ja, bitte. Cebo will in einem Prozess gegen seinen ehemaligen Präsidenten aussagen. Es geht um eine Messerstecherei mit einem Schwerverletzten. Wer fährt mich? Ja, wer fährt mich denn dahin? Um welche Messerstecherei geht's da? Na, das ist ja ein 29-Jähriger von meinem Präsi. Gestochen worden, der stand nicht mehr auf. Das Opfer wollte dann den Präsidenten beschuldigen, sagt Cebo. Bevor das passiert, wollte er zum Krankenhaus fahren und den im Krankenhaus richtig erledigen. Organisiert sind die Osmanen wie eine Rockergruppierung, streng hierarchisch. Cebo sagt, er war in Wuppertal Sergeant at Arms, der Waffenmeister des Clubs, zuständig für die Sicherheit. Über allem steht der Präsident. In Wuppertal sei das Hamid P. Ihm musste jeder gehorchen. Dass Cebo gegen ihn aussagen will, gilt als Todsünde. Ebenso wie mit uns zu sprechen. Wir fahren zu einem Park. Am 13. Juni dieses Jahres versammeln sich hier gegen 2 Uhr morgens mehrere Osmanen. Dann sei der 35-Jährige hierher zitiert worden. Aus einem Grund, wie Cebo behauptet. Als ich hierhin kam, hinter mir, wo die Sitze sind, da waren mehrere Leute, komplette Park verteilt. Alles Osmanen? Alle Osmanen Germania. Was sollte hier passieren? Ich sollte umgebracht werden. Warum? Weil ich aussteige. 33 Personen und Fahrzeuge sogar aus Köln, Duisburg und Gelsenkirchen waren laut Polizeibericht vor Ort. Schlagstöcke, Hantelstangen und Messer wurden sichergestellt. Cebo und ein anderes ehemaliges Mitglied seien nun Gejagte der Osmanen. Die internen Aufträge dazu habe er als Sprachnachrichten auf seinem Handy. Teilweise sind sie auf Türkisch. Morgen Abend, Cebo'yu yakalayın siz. Cebo'da indirdin abi. İbneleri yakalayın, indirin olsun çocuklarını. Der Abend im Park ging für ihn aber noch glimpflich aus. Also wie sind sie dann da auch rausgekommen? Irgendwie sind die Polizisten gekommen. Die haben komplett Park umzingelt. Ich bin über Zaum, rüber. Er will alles dafür tun, dass der Club nicht mehr lange in Deutschland existiert. Wir fragen ihn, warum er nicht einfach untertaucht. Dann haben die gewonnen. Wenn ich durch meine Aussage einen Menschen rette, das ist schon wert, dann habe ich gewonnen. Weitere Vergeltungsaktionen gegen ihn werden kommen, sagt er, aber das sei Cebo egal. Ich habe keine Angst. Ich habe seit 1,5 Jahren mit ihnen durchgemacht. Die haben mir alles beigebracht, was ich jetzt kann. Die haben mich immer nach Türkei geschickt, dass ich trainiere. So. Vor was soll ich Angst haben? Ich war so gesehen der beste Mann von denen.
Dieses Foto sei in der Türkei entstanden, in Antalya, dort, wo er eine Waffenausbildung für die Osmanen gemacht habe. Wir fahren weiter durch Wuppertal und steigen in einem Hinterhof aus. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zum Bunker. Was heißt Bunker? Bunker ist, wo wir Waffen versteckt haben, wo wir die Leute, die Polizei gesucht hat, untergebracht haben. Weswegen wurden die dann gesucht von der Polizei? Versuchtes Mord, Körperverletzung, dass sie Geldstrafen offen hatten, solche Leute, die Abschiebung hatten. Wusste die Polizei hiervon? Nein. Keiner weiß, wo die Bunker sind. Ihr seid die Erste, die einen Bunker sieht von uns. Vier dieser Bunker haben die Osmanen in Wuppertal unterhalten. In diesem Schrank seien Schusswaffen untergebracht gewesen. Drogen für den Eigenbedarf habe es im Eisfach gegeben. Größere Drogenmengen lagerten im Park. Jetzt will Cebo mit all dem nichts mehr zu tun haben. Woher kamen die Waffen? Woher kamen die Drogen? Die kamen, also Drogen kamen aus Holland. Da hat der Connection da. Und aus Belgien kamen die Waffen. Der hat Kontaktleute und von da kamen die. Wie viele Drogen waren hier im Umlauf? Hier, also mein Präsi macht so im Monat 70 bis 80 Kilo. Da ist auch richtig viel Geld im Spiel. Genau, aber wir haben von dem Geld nichts verdient. Wir haben dann nur als dumme Idioten da gestanden. Überprüfen können wir seine Behauptungen nicht. Weiter geht die Fahrt durch Wuppertal. Cebo will uns noch zeigen, wo die Osmanen das Geld aus den Waffen- und Drogendeals gewaschen haben sollen. In diesem Kiosk nämlich. War geöffnet und Geldwäscherei. Wie viel Geld wurde hier gewaschen? In etwa um 30.000, 40.000 Euro. Pro Monat? Ja. Zwei dieser Geschäfte sollen die Osmanen allein in Wuppertal geführt haben, offiziell angemeldet durch Freundinnen der Mitglieder. Das illegale Geld sei als Kioskumsatz beim Finanzamt gemeldet worden. Auch Teestuben, Shisha-Bars und Bordelle betreibt der Club, sagt Cebo. Was meinen Sie, wie viele Läden insgesamt die Osmanen in Deutschland besitzen? Also zurzeit schätze ich mal so um die 70, 80 Läden. Der Ex-Osmane will jetzt mit den Behörden kooperieren, auch wenn er dadurch selber ins Gefängnis gehen müsste. Glaube ich nicht. Auch wenn, habe ich dann verdient.